und für dieses Spiel. Melsungen deckt es typisch spanisch, ballorientiert. Und ein Schritt offensiver. Jetzt hat Sutton die Abwehr mal überspielt. Aber wieder ist es Simic. Lag da im Kreis. Gut für den TBV. Bleiben im Angriff. Sutton mit einer tollen Bewegung. Das gefällt mir richtig gut. Jonsson. Kann da schalten und walten, wie er möchte. Unterschrieben. Vorne wie hinten brutale Qualitäten. Und das gilt natürlich auch für Deinis Christopanz. In seiner DNA trägt. Gute Check. Zehner Simic. Zeitspiel ist angezeigt. Sutton. Gute Check. So überspielt man die MT Melsungen. Christopanz. Zeitspiel ist angezeigt. Da hat Finn Zecher. Hier haben wir nochmal dieses. Melsungen führt lieber wieder mit 4. Das hatten wir schon mal in dieser Partie. Jonsson unter Zeitspiel, geht alles über seinen Tisch, dreht den Ball an Zecher vorbei. Kein Faktor. Hat die Unterzahlsituation überstanden. Simic ist zurück im Tor. Balenciaga mit einer guten Bewegung. Ohne Ball, ein bisschen Pause in der Abwehr, nichtsdestotrotz. Gute Check, der geht genau dahin, wo es weh tut. Da öffnet sich einmal die Lücke. Lukas! Mit von der Partie, den haben wir in der ersten Halbzeit schon mal ganz kurz gesehen, als Nachfolger, oder nein, nicht Nachfolger, Vertretung von Sutton. Jonsson schweißt das Ding ein. Gesorgt haben. Emil Bolerke soll sich mehr trauen. Das sagt sich leichter als getan. Versteinen hat Probleme am Finger, aber das sieht doch mal richtig gut aus. Letzten in Lembo. Christopanz lässt es ganz entspannt runterlaufen. Und darf sich über eine 25 zu 28